Hallöchen und willkommen zurück bei Minecraft auf dem iPad. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich noch gar kein Schwert habe. Also zumindest kein Steinschwert. Ich hatte ja schon Eisen gesehen gestern in der Höhle da vorne. Aber dafür will ich natürlich gerne ein Steinschwert dabei haben. Das ist mir dann sicherer. Wir braten erstmal hier die Schnitzel, machen da mal so ein Holz rein. Ich habe ja noch keine Kohle leider. Dann nehme ich mal das Steinschwert auch natürlich ins Inventar. 6 Fackeln habe ich ja auch noch. Wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt hier nicht sofort verballert werden. Aber ich hatte ja schon 2 Fackeln hingestellt. Und dann müssen wir mal eben gucken, dass wir vielleicht... Es ist auch noch Nacht draußen. Also nicht, dass das hier noch gefährlich wird. Vielleicht sollten wir da mal eben zubauen einfach. Damit das jetzt nicht... Die Steuerung. Damit uns da nicht noch von oben Besuch erwartet. Und dann können wir uns in Ruhe hier in der Höhle umgucken. Und sind zumindest... Ist das hier dicht? Ja, ne? Es ist so zumindest, dass nichts durchkommt, ne? Gut. Wobei, sicherheitshalber... Ich könnte es aber... Na, ich mach hier mal einen hin. Und hier vorne lassen wir mal auf. Da kann ich eventuell... Wenn ich es dann hinkriege... Rausgucken, genau, dann kann ich hier sehen, ob Nacht ist. Haben wir eigentlich Schwierigkeitsgrad? Ist nicht auch friedlich. Ich habe nämlich noch kein Monster gesehen. Aber gut. Hier ist schon mal Kohle auch. Aber wir müssen erstmal nochmal Kohle. Da geht's raus. Hier ist dicht, so. Okay, da geht's runter, okay. Erstmal den Bereich hier so ein bisschen sichern. Da auch nochmal eine Fackel, jetzt haben wir keine mehr. Sieht aber erstmal ganz gut aus. Wir können uns ein bisschen zurückziehen. Und fangen an, hier mal abzubauen. Hier ist dicht, okay. Ja. Erstmal natürlich Kohle einsammeln. Und auch Eisen, damit wir gleich ein bisschen was fertig machen können. Dann würde ich schon fast überlegen, ob wir direkt mal so eine kleine Höhlenerkundung machen. Hier scheint ja was zu sein, auf jeden Fall. Wenn wir dann genug haben hier, was ist Kohle und Eisen und so weiter angeht. Dürfte und der Sache ja nichts mehr im Wege steht. Essen haben wir ja auch. Von daher kein Problem. Jetzt müssen wir nur mal eben das hier einsammeln alles. Ja, erstmal Feedback zu gestern. Was ihr so geschrieben habt. Einige haben geschrieben, lieber am PC. Einige haben geschrieben, lieber hier. Ich würde jetzt einfach mal, wir sind ja schließlich ein Mobile-Channel, übrigens sehr, sehr viel Kohle hier. Und dementsprechend würden wir es erstmal hier machen. Es ist aber ja nicht schlechter Moment mittlerweile als normales am PC. Sieht ein bisschen anders aus, okay, aber erstmal ist es in Ordnung. Dann, was die Seitenränder angeht, haben viele geschrieben, ja, ist okay. Einer hat geschrieben, ja, die Seitenränder nerven, die müssen weg. Okay, das geht halt nicht am iPad. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wusste derjenige das einfach nicht. Wenn ich mit dem iPad aufnehme, ist das natürlich ein anderes Format, als wenn ich am PC aufnehme. Dementsprechend sind eben diese Seitenränder da. Ich hatte sie gestern in schwarz halt mit so ein bisschen Farbe unterlegt. Wir können das aber auch noch anders machen. Ich habe es jetzt heute mal, wenn ich es gleich hinbekomme, mache ich es heute mal anders. Also ihr seht, falls ihr es gerade anders seht als gestern, dann hat es geklappt. Und ja, wir müssen einfach halt ein bisschen uns durchwurschteln und einfach ein bisschen gucken, wie wir es alles am geschicktesten und am dürfsten anstellen. Erstmal hier so ein bisschen Eisen wegnehmen. Und dann nehmen wir das erstmal mit und gucken, was wir dann schon daraus basteln können. Dann können wir eben nochmal zurückgehen ins Häuschen, uns schon mal das Essen aus dem Ofen holen und dann das Eisen reinschmeißen. Wir haben ja jetzt, denke ich mal, genug 38 Kohle ist natürlich schon mal ganz nett. Restliche Eisen nehmen wir natürlich mit. Und dann, wo war denn eigentlich mein Eingang? Ne, hier ist ja auch... Aber es ist hell draußen, das heißt, wir können gleich nochmal rausgehen. Von wo bin ich denn? Hier bin ich hergekommen, ne? Komm schon! Ja, so, da sind wir. Da sind wir doch. So, also, der hat nur ein Fleisch gebraten mit der ganzen, mit dem Holzklotz. Egal. Nehmen wir erstmal das Eisen jetzt. Das ist ein bisschen wichtiger, damit wir gleich was basteln können. Und machen da mal ein paar mehr Kohlskieße rein. Aber da können wir in der Zwischenzeit auch schon mal, uns neue Fuckeln bauen. Nehmen wir mal so einen Haufen. Schon mal alles verbraten. Wir haben keine Sticks mehr. Auch nicht schlecht. Ja, hier sind die Fackeln, die können wir schon mal mit ins Inventar nehmen. Haben wir eine Axt? Ja, haben wir.
Dann nehmen wir erstmal die und holen uns ein bisschen Holz. Geht doch jetzt so, ja. Wo war ich? Hier war der Ausgang, oder? Ne, war er nicht, aber ist egal. So. Hier meine kleine Erdleiter, dann erkenne ich auch, wo ich hin muss. Ein Schaf. Da ist noch eine Spinne. Die tut mir ja tagsüber nichts, wenn ich hier nicht im Dunkeln bin. Da oben brennt noch irgendein Viehzeug. Aber ich würde sagen, wir holen uns erstmal jetzt Holz, nochmal eine Ladung. Das kann definitiv nicht schaden, wenn wir da genug von haben. Nicht, dass uns das irgendwann mittendrin ausgeht. Das wäre äußerst ärgerlich. Und von daher kann man ja hier ganz easy was beim Bäumchen abbauen. Ja, das ist natürlich jetzt wieder so. Wahrscheinlich habt ihr schon 1 Million von diesen Folgen gesehen, wo die Leute anfangen, irgendwas aufzubauen und wo die Leute anfangen zu farmen und so weiter und so weiter. Habt ihr wahrscheinlich schon 20.000 Mal gesehen. Wenn ihr das jetzt langweilig findet, dann tut es mir leid, aber das ist halt nun mal das Spiel. Wir machen das ja jetzt einfach für die Leute, die wirklich Bock drauf haben, das zu gucken und dementsprechend, ja, müssen wir halt schauen, dass wir das irgendwie ja, halbwegs unterhaltsam hinbekommen. Und das werden wir halt immer noch in der Zwischenzeit oder unterwegs, wenn wir dabei sind, halt das Ganze noch ein bisschen variieren und mal gucken, was wir alles machen können. Da oben komme ich jetzt nicht mehr dran. Den kriege ich noch. Dann werden wir gucken, was wir alles machen können, was wir machen werden. Und so weiter und so weiter. Oh. Willst du mir ans Leder, du Arschgeige? Oh, jetzt mit der Axt. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Oh, Glück gehabt. Uiuiuiui. Halleluja. Gut, dass es nicht auf so schwierig steht, weil dann wäre ich nämlich jetzt wahrscheinlich schon tot. Wo kamen die denn noch weg? Aber die sind doch freundlich tagsüber, oder nicht? Oder habe ich die angehauen aus Versehen am Anfang? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir mal einen Plan machen hier. Also, wir haben jetzt. Ja, Essen haben wir eigentlich auch genug. Das ist jetzt, wir haben noch 4 Steaks, da 2 von den anderen Dingern. Was war das hier nochmal? Hammelfleisch. Ah, Hammelfleisch. Guck mal, wo wir gerade bei Hammelfleisch sind. Okay. Ja. Was ist denn hier? Das war ich aber nicht. Oh, guck mal. Oh, noch, das fährt ohne Kuh sogar zusammen. Macht ihr. Ah, das ist. Alter, willst du mich verarschen? Ja, der verbrennt natürlich nicht im Wasser. Das ist natürlich jetzt. Das ist natürlich jetzt. Was macht ihr hier für Schweinkram, ihr Lümmels? Komm her, Skelett Johnny. Aber ich kriege ihn jetzt auch nicht aus dem Wasser geholt und der ist mir zu stark. Oh, leck mich doch. So. Wenn ihr hier Schweinkram macht, dann kann ich das nicht weiter verantworten, dass ihr hier zusammen in dem Ding steht. Wie auch immer hier, sind bestimmt hier reingefallen, ne? So, verpieseln wir uns erstmal wieder. Lassen jetzt Skelett Johnny mal im Wasser rumschwimmen. Er verbrennt natürlich nicht, was ein bisschen blöd ist. Aber gut, wir können es jetzt gerade nicht ändern. Gehst du da rein? Ändern. So, wir könnten auch mal gucken, wo der andere Eingang zu unserer Höhle ist, ne? Halt. Halt, stopp! Zimmer Eisen. Und jetzt können wir das restliche Fleisch noch. Der restliche Fleisch kann da rein. Und wir können aber gleichzeitig uns schon mal. Was machen wir? Also, wie viel Eisen haben wir? 10 haben wir gehabt, ne? Nehmen wir auf jeden Fall. Ich habe keine Sticks mehr. Sehr schön. Erstmal Bredders. Paar behalten wir mal so. Ach, komm, scheiß auf. Alles weg. Alles weg, was keine Miete zahlt. So. Und jetzt? Wo waren Sticks da? Sind Sticks. Okay. Auch genug. Jetzt, also würde ich sagen, machen wir uns erstmal ein Schwert. Eine Spitzhacke. Und dann können wir vielleicht schon, können wir uns ein Höschen machen? Nein, wir können keine Hose, keine Brustplatte. Wie viel haben wir denn verbraucht? 5 haben wir verbraucht. Das heißt, wir haben noch 5. Müsste dann nicht eine Hose gehen? Nee, eine Hose braucht 6. Nee, 7. Oh, okay. Okay, wir brauchen noch 2 Eisen, aber dann machen wir uns erstmal Schuhe, würde ich sagen. Und ein Hut geht auch nicht mehr. Okay. Also, wir haben zumindest schon mal Schuhe. Jetzt muss ich nur noch rausfinden. Da. Okay. Also. Ein bisschen Panzerung haben wir schon mal. Falls hier uns wieder irgendwas in die Quere kommt. Es wird schon wieder. Ja, es dämmert schon wieder.
Heißt, sie machen hier den Laden schon wieder dicht. Ich mach das mal. Ne, komm hier. So. Ne, nicht damit. Mai, oh Mai, oh Mai. Erstmal Schwert, Spitzhacke. Fackeln. So. Und. Schwupp, schwupp, dicht. Okay, so. Jetzt restliche Fleisch. Oh, das geht aber fix, ne? Muss man sagen. Okay. Nochmal schnell gucken. Ah, ich gucke jetzt nicht, wo der. Der Ausgang kann ja nicht weit sein. Das ist ja hier vorne sofort. Es müsste ja relativ zentral daneben sein. Ja, das hätte jetzt nicht passieren sollen. Machen wir das mal zu, damit ich da nicht noch 20 Mal reinfalle, so wie ich mich kenne. Okay. Am Anfang nimmt man ja immer noch alles mit, was man so findet. Hinterher kann man mit Sicherheit an solchen Kohlevorräten auch vorbeimarschieren. Da wird sich das irgendwann erledigt haben, dass man so viel braucht. Aber so ein bisschen was nehmen wir mal noch mit. Wenn es hier schon so offen rumliegt. Ah, okay, das reicht. Habe ich jetzt alles? Jetzt müssen wir. Oh, hier ist auch nochmal offen. Okay, das ist halt gefährlich, ne? Das ist gefährlich. Habe ich da was gehittet oder bin ich gesprungen? Okay. Auf jeden Fall schon mal jetzt bewiesen, dass wir doch Monster haben. Das ist schon mal. Da ist Eisen. Eisen, ich komme. Geh doch da jetzt hin, verdammt mich. Oh, ich hasse Wasser. So. Ich werde voraussichtlich sowieso irgendwann sterben. Weil die Steuerung einfach, ihr habt es schon gerade gesehen, als ich gegen die Spinne kämpfen musste. Drei, immerhin. Die Steuerung einfach. Ich muss mal. Kann ich nicht? Empfindlichkeit, Tastengröße. So. Da ist jetzt so ein Viech. Da ist Eisen. So. Komm. So. Geh doch da rein. So, wir müssen erstmal jetzt natürlich uns so ein bisschen ausrüsten. Bam, 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 bam. Und dann wäre es eventuell eine Möglichkeit, schon mal zu gucken, wie wir hier weitergehen. Ich darf natürlich jetzt auch nicht zu weit weglaufen. Nicht, dass ich mich verlaufe. Ohne halbwegs gescheit ausgerüstet zu sein. Aber deswegen ist es schon mal gut, wenn wir jetzt hier so ein bisschen Eisen sammeln. Dann habe ich auf jeden Fall nachher zumindest mal eine Rüstung. Und das kann bei meinem Geschick, was dieses Spiel angeht, nicht schaden. Definitiv nicht. Und jetzt sind wir erstmal hier mit. Und dann würde ich vorschlagen, sammeln wir mal eben alles ein bisschen ein. Und verpieseln, wie viel haben wir? 16. Wir brauchen noch, was habe ich gesagt, 7 für die Buchse. Nochmal 4 für den, 5 für den Hut, sind wir bei 12. Dann brauchen wir noch 9 für die Brustplatte, ne? Wir brauchen also noch ein bisschen was. Und ich habe jetzt schon die Übersicht verloren. Ja, hier war dieser Ausgang, okay. Da war das Wasser. Da ist der Typi, der kann aber da unten bleiben. Von wo? Verdammt, bin ich jetzt gekommen. Kann doch nicht so schwer sein. Da, ja, ne? Genau, okay. Hier ist der Eingang, ne? Ja, alles klar. Ich stelle mal hier so ein Erdpümmel hin mit einer Fackel. Zack, dann weiß ich, dass da der Eingang ist. So. Und an der Kreuzung mache ich auch nochmal. Hier. Und dann weiß ich, dass ich da hergekommen bin. Dass ich da rein muss. Okay, ich muss also eigentlich immer nur noch den Erdschniepeln folgen.
Jetzt wird's wieder dunkel, das heißt, habe ich eigentlich schon Wolle für zwei, aber ich nein. Da ist noch Eisen, das holen wir doch schnell. Und dann gehen wir erst noch mal kurz ins Häuschen. Da, achso, was ich noch fragen wollte. Was ich noch fragen wollte, wollt ihr es lieber, dass wir jede Folge einzeln aufnehmen, so wie es quasi jetzt gerade war, und dann irgendwann sagen, okay, Folge vorbei, fertig? Oder ist es für euch in Ordnung, weil es halt, ich sag's mal so, weil es halt auch einfacher ist und am Ende vielleicht ein flüssigeres Bild ergibt, wenn wir länger durchzocken? Weil jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde jetzt die Folge beenden, und dann würde ich jetzt halt erstmal wieder ins Häuschen gehen und so weiter, blablabla. Aber wenn wir sagen würden, okay, oh, das war Schwein, dass ich da nicht runtergefallen bin. Wenn wir sagen, okay, wir können es auch so machen, dass ich mehr oder länger durchzocke und das als mehrere Folgen halt auf, dass ich zum Beispiel eine Stunde spiele und es dann, sage ich mal, in Folgen schneide und hochlade, hätte für euch halt, also für mich halt den Vorteil, dass es einfach eine, dass ich länger aufnehmen kann und man einen, ja, dass man halt einen flüssigeren Ablauf hat. Und ja, eigentlich, ich sag mal, für euch zumindest kein Nachteil, außer dass ihr halt nicht an jeder, in jeder Folge begrüßt werdet. Was aber ja eigentlich wahrscheinlich nicht so dramatisch ist, würde ich jetzt mal vermuten. Aber wir hatten das Thema schon mal und da wollten das halt einige, deswegen weiß ich jetzt nicht, was da euch am liebsten ist. Mir persönlich, im Endeffekt ist es mir egal. Aber es wäre halt, ich finde es immer ein bisschen, oh nein. Ich finde es immer besser, wenn man ja, ein Stück aufnehmen kann, damit man halt so eine gewisse, ja, man hat das irgendwie, das läuft flüssiger, finde ich. Dann hat man ein bisschen mehr so eine Handlungsstrategie. Aber gut, wir können da erstmal abwarten, was ihr dazu so sagt. Und uns dann entscheiden. Oh. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Schleichen wir uns mal dran vorbei am Enderman. Da kann ich jetzt noch nicht mit. Kann ich es jetzt noch nicht mit aufnehmen? Machen vorsichtshalber den Laden dicht. Schwuppdiwupp, gehen wir da hoch. Sind erstmal wieder im Häuschen. Und jetzt haben wir 25 Eisen. Das muss doch eigentlich jetzt erstmal vollkommen reichen. Ah, ist drin? Ja, ist ja schön. Bisschen paar Kohlen noch in den Ofen werfen. Oh, wir essen müssen wir auch, ne? Vielleicht. So. Essen. Okay, also, wie gesagt, wir müssen halt mal gucken, was da, also ihr könnt euch auch mal einfach zu allem Möglichen äußern, was euch so einfällt. Wie jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, Folge vorbei, tschüss. Oder halt, wir nehmen am Stück auf. Gut, ich könnte auch am Stück aufnehmen, und dann die Folgen an- und abmoderieren. Das ist aber ein bisschen schwierig, immer zu wissen, wo der Cut war hinterher in der Aufnahme. Dementsprechend, keine Ahnung. Könnt ihr euch einfach mal dazu auslassen. Mir persönlich wäre es egal, wobei es, ja, es hat halt einen Vorteil, wenn wir es einfach, ich sag mal, am Stück aufnehmen können, weil ist dann schöner, bleibt eine bessere Story. Aber wie gesagt, wir richten uns danach, oder ich richte mich euch danach euch. Und jetzt lasse ich das Eisen brennen und gehe euch nicht weiter um den Sack, weil wir sind durch für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, macht's gut und tschüss.